So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung oder auch Spätsendung genannt von JFD Brokers. Der DAX gab heute wie erwartet nach und man konnte hier schön von der Abwärtsbewegung profitieren, weil hier ein Short angedacht war an der 10.100 Punktemarke, wenn man auch ein Stück tiefer eingestiegen ist, ja, hat es sich ja ausgezahlt, denn auch hier nahezu, wenn ich jetzt hier im 1-Stunden-Chart war gegen 11 Uhr etwa ein Tief, beziehungsweise zwischen 10 und 12 ein Tief. Und hier, es war eben um 11 Uhr. 12, dann mehr oder weniger Gewinnmitnahmen angedacht. Ja. Hier schreibt unten, ob jetzt JFD einen dicken Datenfehler hatte. Das Tief im DAX wurde eigentlich unterboten. Ich habe es mir vorher eben kurz angeschaut. Hier habe ich den Minutenchart. Die Linien, denkt man, sehe ich jetzt einfach mal weg. Hier das Tief markiert auf Xetra-Basis, ja. War hier ein Tief eben bei 9.923, ja, 6.4 habe ich hier auf dem anderen Bildschirm und auf der JFD-Indikation war hier ein 10.47 Uhr etwas tieferes Tief und dieses war höher, also auf Xetra. Beziehungsweise, ich sehe jetzt hier keinen Datenfehler, denn die JFD-Indikation beruht ja auf den Future und im Future ist öfters eben eine schnellere Bewegung drin und Xetra macht es dann eben nicht mit. Deswegen können die Tiefs eben leicht abweichen vom Xetra-Handel, aber das ist im Dow Jones Index und im Dow Jones Future nicht anders. Deswegen finde ich jetzt hier, wenn das jetzt hier ein Fehler sein sollte, finde ich den nicht. Der Euro gegenüber australischen Dollar hat in der Nacht das Ausbruchsszenario gestartet. Gegenüber die Oberkante des Rainbows kommt jetzt hier schön zurück, weil diese Bewegung sehr schnell ging. Ist es jetzt natürlich nicht verkehrt. Und man könnte hier den Rücklauf natürlich als Einstieg benutzen. Der australische Dollar, kanadische Dollar, da kann ich hier mal kurz meine Charts aufrufen. Wenn ich das auf die Schnelle finde. Australische Dollar, kanadische Dollar, hier haben wir es ja. Es ging etwas weiter runter als das Kursziel oder Korrekturziel und dann darf es theoretisch nach oben gehen. Als die Analyse noch war, war das eine dunklere Kerze. Jetzt schauen wir mal den 4-Stunden-Chart. Ja, hier hat sich einen schönen Doji hat sich hier rausgebildet und trotzdem könnte hier noch ein Tief fehlen. Also bleibt das Währungspaar auf der Watchliste. Eine Richtung wurde ja komplett gehandelt. Hier kann der DAX sich eben möglicherweise hier wie angedacht nach oben entwickeln. Allerdings sind hier jetzt noch keine Einstiege oder ganz konkrete Kursziele genannt worden. Im Wochenchart sieht es jetzt eben nicht so prickelnd aus. Unter dieser Marke war hier der Pfeil eher nach unten. Also die Ausbruchsszenarien sind woanders. Brent hat hier auch das Ausbruchsszenario nicht gestartet. US-Dollar, japanische Yen, Kursziel weiterhin erreicht. Noch keine größere Korrektur drin. Hier wäre dieses Setup gewesen. Euro gegenüber britischem Pfund liegt man deutlich im Plus. Also das ist, ja, was will man mehr? Die
Kurszone benannt, ist zweimal eingetaucht. Ja, wie gesagt, ein drittes Mal sollte es nicht passieren. War auch dann nicht der Fall. Und die anderen Szenarien, Silber läuft, da liegt man leicht im Plus, darf es aber weiter nach unten ausdehnen. Im Euro US-Dollar ist kein aktives Setup. Das ist eben, ja, der Wochenchart ist eher grausam, beziehungsweise wenn jetzt hier wirklich die 1095 Marke unterschritten wird, sowieso auf Wochenschlussbasis, dann sieht es eher düster aus. Oberhalb der Marke kann es sich nach oben ausdehnen. Hier ist nochmal der DAX, den haben wir ja schon besprochen. Und mehr Setups gibt es aktuell nicht. Morgen werde ich nochmal eben die BMW-Aktie anschauen, denn die hat jetzt eine Korrekturbewegung hinter sich, die jetzt wieder für einen Neueinstieg sprechen könnte. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.